Ganz herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Deutsch lernen mit Maike oder vielleicht sogar heute zum ersten Mal. Wir schreiben heute wieder zusammen eine E-Mail für die B1-Prüfung DTZ. Bewerbung um einen Praktikumsplatz im Krankenhaus in der Pflege. Es sind auch Übungen für dich dabei. Wir fangen an. Aufgabe. Sie möchten zur Berufsorientierung ein Praktikum im Pflegebereich machen. Schreiben Sie eine Bewerbungs-E-Mail an ein Krankenhaus. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Motivation, Grund für Ihr Interesse an einem Praktikum in der Pflege. Erfahrungen, Zeitraum und Erreichbarkeit. Zuerst musst du immer überlegen, wer bist du in der Prüfung, was musst du machen, wem musst du schreiben. Also, das Sie möchten, schreiben Sie mit dem großen S, Sie, das bist du. Ja, du wirst mit Respekt angesprochen. Also, du möchtest zur Berufsorientierung. Du weißt noch nicht, welchen Beruf du machen möchtest und möchtest deshalb ein Praktikum machen im Pflegebereich, sagen wir. Ja? Schreiben Sie eine Bewerbungs-E-Mail für das Praktikum an ein Krankenhaus. Jetzt kommen die Punkte, wo du ein oder zwei Sätze zu schreiben musst. Grund für ihr Schreiben. Das ist das Thema. Du möchtest ein Praktikum machen. Motivation, Grund für dein Interesse an einem Praktikum in der Pflege. Also im Deutschen immer die Frage, warum? Warum? Ganz interessant und wichtig, Erfahrungen. Hast du schon einmal in der Pflege früher gearbeitet? Und zum Schluss Zeitraum, Dauer, wie lange? Und Erreichbarkeit. Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Jetzt zeigen wir in der Prüfung alle Grammatik, die du bei B1 gelernt hast. Deshalb gibt es in unserer E-Mail die Zeiten Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur 1. Und wir zeigen Konjunktiv 2, Modalverb, Adjektive, Präpositionen, Hauptsätze, Nebensätze. Wir machen einen Relativsatz und einen Passivsatz jetzt zusammen in dieser E-Mail. Wir beginnen mit dem Punkt 1, Grund für Ihr Schreiben. Und ich habe eine Aufgabe für dich gemacht. Ergänze diese kleinen Wörter unten in dem Text an der richtigen Stelle. Die Wörter heißen außerdem, per, anschließend, seit, weil, um, von, den, in, für, in, von, in, um, da, um, ob, auf, bei. Was passt wo? Wenn du eine E-Mail schreibst, dann
musst du immer einen Betreff schreiben. Betreff, Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Der Platz, Akkusativ, einen Praktikumsplatz, einen. Und weil du den Namen der Mitarbeiter in der Personalabteilung im Krankenhaus nicht kennst, schreiben wir allgemein offiziell: sehr geehrte Damen und Herren, Komma, und dann muss das H hier klein sein. Hiermit bewerbe ich mich, einen Praktikumsplatz im Pflegebereich Ihrem Krankenhaus. Punkt. Ich bin 2 Jahre Deutschland und werde einen Monat meinen B1 Deutsch-Sprachkurs abschließen. Würde ich gerne ein Praktikum machen, mich beruflich zu orientieren? Mach das Video doch kurz einmal auf Stopp und suche die richtigen Wörter heraus. Gleich gucken wir zusammen. Hiermit bewerbe ich mich um einen Praktikumsplatz im Pflegebereich in Ihrem Krankenhaus. Da ist die Frage, wo? Deswegen machen wir hier Dativ. Das Haus, im Dativ, dem Haus mit M. Und hier ist das M. Ihrem Krankenhaus, possessiv. Ich bin, genau, das kennt ihr, seit 2 Jahren in Deutschland, seit in, und da hat man nochmal in. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und werde in einem Monat, denn Monate, wann, ja, machen wir auch im Dativ, ne? Der Monat, dem Monat, in einem Monat, meinen B1 Deutschsprachkurs abschließen, beenden, fertig haben. Und der Sprachkurs ist hier auch im Akkusativ. Abschließen ist plus Akkusativ. Der Kurs im Akkusativ, den Kurs. Und deshalb haben wir Possessivpronomen meinen Kurs. Was kommt jetzt? Was machen wir danach? Da passt jetzt anschließend, das heißt nach dem Kurs direkt anschließend. Anschließend würde ich gerne ein Praktikum machen. Warum? Mit welchem Ziel? Um mich beruflich zu orientieren. Das ist um Punkt, Punkt, Punkt zu. Plus Infinitiv, orientieren, Infinitiv. Ja, wir machen etwas, um ein Ziel zu erreichen, berufliche Orientierung bekommen. Hier ist wichtig, sich bewerben um plus Akkusativ. Ja, das ist also reflexiv. Ich bewerbe mich um einen Praktikumsplatz im Akkusativ. Und eine wichtige Grammatik ist um zu plus Infinitiv. Um
mich beruflich zu orientieren. Also, wie wir eben schon sagten, ich mache das, um ein Ziel zu erreichen. Welche Grammatik haben wir hier noch? Ich bewerbe mich. Das ist Präsens. Präsens. Das ist jetzt. Und ich werde, ja, werde abschließen. Das ist Zukunft. Das ist Futur 1. Werde abschließen, auch mit Infinitiv, dann ganz am Ende. Anschließend würde ich gerne ein Praktikum machen. Würde machen. Das ist Konjunktiv 2. Das ist der Wunsch. Ich würde gerne, ich habe den Wunsch, ein Praktikum zu machen. Präsens, bewerbe. Futur 1, werde abschließen. Konjunktiv 2, würde machen. So, das wird einfacher immer. Jetzt sind oben nicht mehr so viele Wörter zum Einfügen übrig. Der zweite Punkt ist Motivation, Grund für Ihr Interesse an einem Praktikum in der Pflege. Ich interessiere mich besonders den Pflegebereich, Komma. Ich gerne Menschen helfe und sehr geduldig und zuverlässig bin. Punkt. Punkt Nummer 3. Erfahrungen. Konnte ich schon früher positive Erfahrungen in der Betreuung und Pflege Menschen machen, Komma? Ich mich in meinem Heimatland mehrere Jahre meine alte kranke Großmutter gekümmert habe. Punkt. Auch mein behinderter kleiner Bruder, Komma, ich sehr liebe, Komma, wurde mir betreut und gefördert. Punkt. Mach das Video doch bitte wieder auf Stopp und versuche zuerst einmal alleine die richtigen Wörter für die Lücken, wo die Striche sind, zu finden. Dann besprechen wir es gleich zusammen. Viel Erfolg. War es schwer? Motivation, Grund für Ihr Interesse an einem Praktikum in der Pflege. Ich interessiere mich besonders für den Pflegebereich, der Bereich im Akkusativ, den Bereich. Für ist immer plus Akkusativ. Da ich gerne Menschen helfe und sehr geduldig und zuverlässig bin. Da ist gleich weil. Und wenn wir schreiben, benutzen wir oft auch da beim Sprechen ja fast immer weil. Und das ist auch ein Nebensatz, so dass das bin, das Verb ganz am Ende vor dem Punkt ist. Und im Hauptsatz hier ist das Verb ja auf Stelle 2. Ne? Ich ist Subjekt, Verb interessiere, mich ist das reflexive Verb interessieren. Besonders heißt sehr. Erfahrungen.
Außerdem bedeutet das gleiche wie und auch und noch. Ja. Und außerdem konnte ich schon früher positive Erfahrungen in der Betreuung und Pflege von Menschen machen, Komma, warum? Ah, und jetzt haben wir die zweite Möglichkeit, einen Grund zu nennen, weil ich mich in meinem Heimatland mehrere Jahre um meine alte, kranke Großmutter gekümmert habe. Da hinten ist das Hilfsverb, habe für perfekt ganz am Ende gekümmert, Partizip 2 von kümmern, direkt davor, denn wir sind im Nebensatz, weil gekümmert habe. Punkt. Auch mein behinderter kleiner Bruder, Komma, und jetzt kommt der Relativsatz, den ich sehr liebe, wurde von mir betreut und gefördert. In dem Satz haben wir auch ganz viel B1-Grammatik, denn hier unten ist der Relativsatz. Das heißt, ein eingeschobener Nebensatz. Mein kleiner behinderter kleiner Bruder, es ist der Bruder und das den bezieht sich auf den Bruder und wir erzählen etwas, geben eine Information über den kleinen Bruder, den ich sehr liebe. Ich liebe meinen kleinen Bruder. Ich bin Subjekt und der Bruder ist hier Akkusativ. Deswegen N. Ich liebe ihn, den Bruder, sehr. Im Hauptsatz ist der Bruder Subjekt. Auch mein behinderter kleiner Bruder wurde von mir betreut und gefördert. Genau, das ist ein Passivsatz. Dieser ganze Teil ist Position 1 und das Hilfsverb wurde für passiv ist hier auf Position 2 von ist immer mit Dativ von mir betreut und gefördert. Hier haben wir zweimal Partizip 2. Denn wir sind ja im Passiv. Wurde betreut, wurde gefördert. Das heißt, helfen, unterstützen, aufpassen, kümmern. Sich interessieren für plus Akkusativ. Ich interessiere mich reflexiv für Akkusativ, den Pflegebereich. Positive Erfahrungen machen in plus Dativ. Ich konnte schon früher positive Erfahrungen in der Betreuung und Pflege machen. Positive Erfahrungen machen in die Betreuung, eigentlich die Pflege. Na, die Präposition, die Ung-Endung ist immer mit die und so wird es im Dativ, wird aus die der. Wieder reflexiv, sich kümmern, sorgen, helfen, Präposition um plus Akkusativ.
weil ich mich in meinem Heimatland um meine alte kranke Großmutter gekümmert habe. Ich habe mich um meine alte kranke Großmutter Akkusativ gekümmert. Sich kümmern um. Und hier haben wir dann noch ein Passiv betreut, betreuen, Partizip 2, werden von plus Dativ. Mein kleiner Bruder wurde von mir betreut. Ich bin Dativ, ja. Das sind also wichtige Wörter und Redemittel, feste Kombinationen, die ihr gut in einer E-Mail schreiben könnt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zeitraum und Erreichbarkeit. Wir haben nur noch vier Wörter: auf, ob, per, bei. Ich würde gerne wissen, Komma, ich ein vierwöchiges Praktikum Ihnen machen kann. Punkt. E-Mail und telefonisch bin ich jederzeit erreichbar. Punkt. Ich freue mich Ihre Antwort. Punkt. Mit freundlichen Grüßen, dein Vorname, dein Nachname. Mach das Video doch jetzt einmal auf Stopp und füge die letzten vier Wörter auf den Strichen ein. Ich würde gerne wissen, ob ich ein vierwöchiges Praktikum bei Ihnen machen kann. Ihr wisst, bei der Frage, ob, das ist eine indirekte Frage, ich würde gerne wissen, hier mit Konjunktiv, also ganz höflich, Konjunktiv 2 mit würde wissen, höfliche Frage, ob, und dann gibt es nur die Antwort, ja, ich kann ein Praktikum machen oder nein, leider geht das nicht. Ob ich ein vierwöchiges Praktikum bei ist immer mit Dativ, also bei Ihnen im Krankenhaus. Dativ bei Ihnen machen kann. Und die Sätze mit ob sind ja Nebensätze, das heißt, das konjugierte Modalverb ich, Subjekt, kann ganz am Ende vor dem Punkt. Und beim Modalverb haben wir ja das Hauptverb, das machen. Dann immer direkt davor im Infinitiv. Per E-Mail und telefonisch bin ich jederzeit erreichbar. Ich bin erreichbar. Reachable. Jederzeit. Immer können Sie mich anrufen oder mir schreiben, ich reagiere. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, dein Vorname, dein Nachname. So, hier haben wir unten nochmal wichtige Grammatik. Ein Praktikum machen bei plus Dativ und sich freuen auf plus Akkusativ. Ja? Reflexiv. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Schreibt ihr am Ende von einer E-Mail und von einem Brief. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Das waren
ungefähr 140 Wörter. Das ist sehr viel. So viel musst du nicht schreiben und wahrscheinlich hast du auch nicht so viel Zeit in deiner Prüfung. Aber hier wollte ich es jetzt besonders schön und ausführlich mit euch machen, damit ihr ein schönes Beispiel habt. Wir gucken uns den ganzen Text noch einmal jetzt im Ganzen an. Betreff Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich um einen Praktikumsplatz im Pflegebereich in Ihrem Krankenhaus. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und werde in einem Monat meinen B1 Deutschsprachkurs abschließen. Anschließend würde ich gerne ein Praktikum machen, um mich beruflich zu orientieren. Ich interessiere mich besonders für den Pflegebereich, da ich gerne Menschen helfe und sehr geduldig und zuverlässig bin. Außerdem konnte ich schon früher positive Erfahrungen in der Betreuung und Pflege von Menschen machen, weil ich mich in meinem Heimatland mehrere Jahre um meine alte, kranke Großmutter gekümmert habe. Auch mein behinderter kleiner Bruder, den ich sehr liebe, wurde von mir betreut und gefördert. Ich würde gerne wissen, ob ich ein 4-wöchiges Praktikum bei Ihnen machen kann. Per E-Mail und telefonisch bin ich jederzeit erreichbar. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Vorname, Nachname. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat und Spaß gemacht hat und für deine Prüfung helfen wird. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Themen als Video, als E-Mail wir einmal zusammen machen sollen, welche Themen dich interessieren. Ich freue mich immer sehr wahnsinnig über eure Grüße, ganz toll. Und gerade gestern hat mir jemand geschrieben, dass er die B1-Prüfung geschafft und bestanden hat und auch mit Hilfe meiner Videos. Das hat mich sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch an alle. Und wer es noch nicht geschafft hat, versucht es nochmal. Also, danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon wieder auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dahin, tschüss.